Herzlich willkommen zu meinem Video, bei dem ich zeige, wie man Grafiken liest. Zwar eine jetzt, soll repräsentativ sein. So sehen wir hier ein eingescanntes Blatt, auf dem ich Datenpunkte eingetragen habe. Und es geht da um die Durchschnittsgeschwindigkeit für eine bestimmte Distanz, die ich gelaufen bin. So, ich habe meine Zeit gemessen auf verschiedenen Distanzen und in den Bestzeiten jeweils habe ich die Durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet. Da in km/h hätte auf der Rückseite noch Meter pro Sekunde, aber das habe ich nicht eingescannt. Das reicht schon mal. So sieht man im Groben, was sein soll, zu dem die Kurve so aussehen, dass man schneller ist bei kürzeren Distanzen. Da zum Beispiel 100 Meter sind ja so 26,67 etwa so, wie ich sehe. 200 Meter dann schon noch 26,2 ungefähr. Das sind, jeder Strich ist 0,25, so, also ein bisschen weniger als 2,18 oder so. Und wenn man es darunter geht, dann gibt es auch schon Hinweise zu tief. Und das habe ich nicht nur so zum Spaß hingeschrieben, sondern weil das wirklich relativ zu dem hier zu tief ist. Diese zwei sind relativ zu tief. Also 1000 Meter ist jetzt sogar den alten. Hier war es mal hier und dann mal hier. Nein, es war sogar nur. Eigentlich war es sogar nur da. Das ist kein Kreuz gewesen. Da gab es eins, da gab es eins. Und früher war es sogar mal weit unten. Und da sieht man, das sind 700 Meter. Also 300 Meter ist schon ein Unterschied. Und da sind eigentlich noch andere Disziplinen als normales Laufen. Das heißt, da ist Gehen. Und 100 Meter, 120, 200, 300, 400. Das sieht man nicht sehr gut. Dann geht es rückwärts. Da habe ich schon alle zwischen 100, 200, außer 130, 140 Meter. Und die Anomalien, die es da hat, sind eben in rosa angeschrieben. Und wenn ich Problem geschrieben habe, dann ist es, weil eine kürze Distanz eine tiefe Durchschnittsgeschwindigkeit aus der Höhe hat. Aber da ist es nicht erstaunlich, da ich zuerst diese gelaufen bin, dann diese. Aber diese dennoch verbessert habe. Und das ist, weil ich halt eine große Ausdauersteigerung gehabt habe. Ups. Und da die grüne Skala sind ein Zehntel der Distanz der blauen und gehen rückwärts an dem grün, und da gibt es auch Laufen, also Anfang ist Sprint. Aber man sieht schon, dass Sprint nicht unbedingt das Beste bei mir ist, denn da 230 Meter ist tiefer als 300. Das ist gesprintet, das nicht. Das sieht man jetzt hier nicht in der Grafik, aber das ist eben, was ich gemacht habe. Und das ist auch schon eine Anomalie. Weil 300 Meter ist halt schon 70 Meter länger. Und auf so kurze Distanz macht das schon recht was aus. Auf Länge hingegen nicht so. Und es gibt einen neuen Datenpunkt, seit der Stand ist der 6. Oktober. Und am 7. Oktober ist 800 Meter hochgegangen
Und zwar von da bis nach da. Fast 22. Das heißt, jetzt hat es diesen krassen Unterschied zwischen 700 und 800. Und auch wenn ich jetzt das dann nach einem anderen Lauf verbessere, wird es immer noch eine Anomalie. Und man sieht dann generell, dass alle Punkte so nach oben wandern werden ab 300. 100, 200 sind unabhängig, weil sich dasselbe. Es hat nicht dasselbe Sprint und Laufen. Zumindest nicht einmal sehr Muskeln, die gebraucht werden. Deswegen. Und da sieht man, dass ich noch nicht über 3000 Meter gemacht habe. Das bald aber folgen will. Und es gibt auch Lücken, die ich gelassen habe. Die kann ich nachträglich noch füllen. So mache ich einfach eine Runde zusätzlich. Dann wieder eine Runde. Dann da aber 200, weil 3000 ist eine wichtige Distanz wieder. 1700 ist von einem späteren Zeitpunkt, da ich ja besser bin als die 5 Distanzen da. Also das ist 1300 Meter, ist langsamer als 1700. 1400 ist am krassesten, weil sogar 3000 schneller ist. Nur 2400 ist gerade nicht schneller, aber alle anderen Distanzen über 1400 schon. Das 1500 Meter, das ist 1600 Meter, eine Meile. Sieht man, das ist noch zusätzlich, weil das eben auch eine wichtige Distanz ist. So wie 1500. Und wenn man diesen Unterschied anschaut, da für eine Meile habe ich eben sogar weniger lang gebraucht als 1600 Meter. Und bei diesem Geschwindigkeitsunterschied für 9,344 Meter ist es nicht sehr erstaunlich. Also der Strich ist sogar halb so weit, aber hier sieht man es nicht mehr. Deswegen. Das ist schon ein gewisser Abstand. Besonders wegen dem Kreuz. Falls ich das mal hochbringe, obwohl, wenn ich das hochbringe, wird das, sollte das höher als dieses Kreuz sein. Weil es ja normalerweise so ist, dass man auf kürzere Distanzen schneller ist als auf langen. Und auch dieses Kreuz ist mittlerweile da, leicht höher als diese zwei. Und dieses liegt genau auf dem roten. Das ist auch problematisch, weil es überlappen sich zwei und es ist nicht gut. Aber das gibt sogar Anomalien bei Weltrekorden. So haben die Frauen bei 3000 Meter eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit als bei 2000. Was nicht der Fall sein sollte. Ist bei mir jetzt aber nicht der Fall, zumindest, weil. Das Kreuz bei 2000 ist über dem Strich von 18,25 km/h und der hier ist unten dran. Das sehe ich eigentlich nicht noch, dass es 18,18 km/h ist. Aber bezüglich diesem Punkt ist trotzdem eine Anomalie. Sonst spricht dieses Kreuz 3 km in 9 Minuten 54, dieses da 2800 Meter in 9,13. Und damit es genau hier auf 18 ist, müsste es da 10 Minuten sein, 9,20, 8 Minuten, ich hatte 7,59. Das kann man auch im Kopf eigentlich sogar ausrechnen. Wären es 6 Minuten 40, was sogar mal war. Und vorher sollte es natürlich höher sein, aber mittlerweile. Und da mittlerweile ist eben sogar weiter noch höher. Und da ist es um eine Sekunde eigentlich. Es hat eine Sekunde gefehlt, nur damit es auf 18 runterfällt. Also das war knapp. So, ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.